Ich bin wieder überhaupt nicht zufrieden, egal was ich mache. Es ist wieder die Beleuchtung. Aber egal, ich lasse es jetzt, wenn hier es auch ein hellgrauer Schimmer ist und ihr mich auch von hinten im Spiegel seht, macht ja nichts, ne? Ich wollte mich wieder stellen, damit ich mehr Bewegungsfreiheit habe für das Ganze, was ich euch alles zeigen will. Und das ist schon einiges. Es ist mir wieder gelungen, ganz viele Kreativideen zu entwickeln, auch was Altes wieder neu aufzulegen. Und möchte euch aber erst noch mal kurz sagen, wer ich bin, für die neu Hinzugekommenen. Ich bedanke mich für alle neuen Abonnenten. Ich bin immer wieder geflasht davon, wenn sich so viele als Abonnenten bei mir anmelden auf meinem Kanal hier. Und dass die anderen mir alle treu bleiben. Sehr, sehr viele. Also ganz ehrlich, da bin ich wirklich froh drüber. Das mal vorneweg, weil man das oft vergisst. Es ist nicht selbstverständlich. Für mich schon mal überhaupt nicht. Ich habe ja mein Rentenalter erreicht, schon länger. Und dann denke ich manchmal, ihr denkt, was sollt ihr bei mir hier, wo es so viel Junge gibt? Auch so viel junge Neue. Aber vielleicht ist es auch gerade das. Ich bekomme ja auch oft Zuschriften von sehr netten Mädels, die auch in die Jahre gekommen sind, aber jung im Herzen. Ne? Das ist wichtig. Und es gelingt mir ja auch meistens, euch ein bisschen gute Laune zu vermitteln. Das möchte ich heute auch tun und vor allen Dingen Inspiration zu geben, was man alles so treiben kann in seiner Freizeit, die für manche mehr, für manche weniger ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, nicht alles muss kostspielig sein, zu manchen Sachen braucht man gar nicht viel Geld. Man kann auch upcyclen. Mann, Klammer, Frau, nein, Frau nicht in Klammern, Frau Schrägstrich Mann, kann auch upcycling machen. Das kommt heute auch einmal ganz kurz vor, glaube ich. Ja. Und ansonsten sage ich einfach, ich lieg los. Ich will mich nicht lang mit Gerede aufhalten. Es gibt nämlich viel zu zeigen und viel zu erzählen. Und ich folge jetzt einer großen Kollegin, mit der ich mich nicht messen kann, weil die das ja richtig professionell macht, nämlich Kiko. Aber ich stelle mich auch mal aufs Höckerchen und zeige euch was Altes. Ich finde das nämlich gar nicht so schlecht, weil manche Sachen habe ich vielleicht in Folge 30 oder so gezeigt und ihr kennt es gar nicht mehr und ich bin selbst überrascht. Ich stehe auf meinem Hocker. Das ist ein vorösterliches Häkeloberteil. Ne? Kann man auch über so einen Pulli ziehen. Ich muss sagen, inzwischen, das sieht halt ein bisschen lustig aus hier. Ne? Also irgendwie schon. Aber macht ja nichts. Kann nicht mehr viel passieren. Oh Gott, ich bringe mich wieder in Teufelsküche. Ihr könnt mich sogar von hinten sehen, ne? Wie bei so einem Ding. Das ist natürlich nicht so, das ist so semi-schön, ne? Dieses Ding hier, links und rechts. Aber ehrlich, die Leute, die sehen mich damit und sind so geflasht von den Blüten, dass die nicht sehen, was an der Seite hier passiert. Ja, ich wollte es euch nur als Anregung geben, da kommt nämlich später noch mal was dazu beim Upcycling-Thema. Das gehört so ein bisschen dazu. Und zu noch einem anderen Thema, über das ich euch auch sehr gern berichten möchte. Ja, ich habe viel gemacht und wenig fertig bekommen. Ich zeige euch mal, was ich fertig bekommen habe. Wie sich das gehört am Anfang, ne? So als Auftakt, so ein bisschen. Es sind nicht meine schönen. Oh, jetzt fällt ja auch noch runter. Bügeln fällt auch nicht mehr so leicht. Es sind nicht meine schönsten Socken, die sind nur originell. Es ist von Schoppelgarn eine Wollmischung, bestens bekannt, Crazy Garn, die kommen ja nie gleichmäßig, so ist der zweite Socken geworden. Ich muss sagen, ich habe da manchmal, war ich da nicht so gut drauf, wie ich die Socken gestrickt habe. Sie könnten ein bisschen schöner sein, aber für das, wo ich sie gestrickt habe, bin ich zufrieden. Ursprünglich sollten es Spendensocken werden für die Aktion Grüne Socken für Eierstockkrebspatientinnen. War ich ja auch mal. Daher habe ich natürlich eine besondere Affinität dazu.
den Leuten alles Gute zu wünschen, den Frauen, die das hatten oder haben. Ja, ist nämlich nicht ganz einfach, die Geschichte. Und Hoffnung ist immer gut. Aber ich kann die nicht weggeben. Nein, die sind nicht so der Burner geworden. Und ich habe mit der Ferse experimentiert und habe da nur linke, guck mal da, das sind da so Rillen entstanden, nur linke Maschen gestrickt. Ich weiß noch, wann ich die angefangen habe, letztes Jahr um die Zeit. Die habe ich teilweise im Krankenhaus gestrickt nach meiner Hüft-OP. Das merkt man halt, gell. Der hat dann ewig halbfertig rumgelegen. Der hat mir so gut gefallen hier. Und ich muss sagen, der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Und ist ja klar, die sind ganz unterschiedlich, das hängt am Garn. Aber die sind so unterschiedlich, dass es mir auch nicht so gut gefällt. Also hier hätte zumindest auch mal irgendwo eine größere Fläche erscheinen müssen wie hier. Naja. Aber ich habe eigentlich nicht gleich an Spendensocken gedacht, so mittendrin schon mal. Und als ich nämlich die Ferse gemacht habe, habe ich an ein Experiment gedacht. Die habe ich, wie gesagt, hier links gestrickt als Herzchenferse, aber nur das hier links aus einem speziellen Grund, da ich nämlich ein paar sehr schöne, bequeme Schuhe habe, die ich auch sehr gerne anziehe, aber aus denen ich immer hinten so gern so ein bisschen rausschlupper. Und dafür habe ich gedacht, stricke ich mir die Socken links, dann hat es hier ein bisschen mehr Halt. Aber inzwischen, je öfters ich die Schuhe getragen habe, umso weniger schlupp ich raus. Ja, however, ich habe sie noch nicht gewaschen, noch nicht geblockt. Es werden ein paar so Couchsocken oder für diese Rumpelschuhe. Der Vollständigkeit halber habe ich es euch gezeigt. Ich bin auch noch dabei, an ein paar wirklich schönen Socken zu stricken. Da gebe ich mir große Mühe. Die sind schon, also das heißt schon, die sind eigentlich noch gar nicht so weit gewachsen. Die sind erst da. Auch aus dem Schoppelgarn. Wunderklecks. Farbe, wen wundert's? Typisch meine Farbkreation. Könnt ihr mal ein bisschen schauen. Hier habe ich drei Maschen rechts und eine links. Das hat sich auch sehr bewährt. Mein Mann habe ich schon ein paar Socken mit dieser Methode gestrickt. Und was soll ich euch sagen? Der liebt inzwischen die Stricksocken. Anfangs wollte er sie gar nicht und jetzt zieht er sie für sein, ja, die ganze Zeit schon an und ist begeistert. Weil er nämlich auch in seiner, wie wir immer sagen, in seiner Höhle, da hat so, sich so ein Arbeitszimmer auf dem Dachboden eingerichtet. Da ist es nicht immer ganz so warm und da sitzt er länger und da hat er die warmen Socken an. Da freut er sich. Und ich freue mich auch, dass es sich gelohnt hat, Socken zu stricken. Nochmal der Vollständigkeit halber, das sind Zing-Nädelchen, 2,25. Ich habe die sehr gern in dieser Stärke. Und aus dem Grund hatte ich auch noch einen Neuzugang inzwischen, weil ich auf eine Sockenanleitung warte. Liebe Astrid, Hubertort Design. Du hast ein paar Socken gezeigt auf Instagram, die haben mich derartig angefixt und ich habe auch ein tolles Garn dazu. Die würde ich gerne, gerne anstricken. Und zwar mit diesen Nädelchen, die habe ich auch kommen lassen. Die sind von Lücke 2,25. Das ist meine Lieblingsnadelspielstärke für Socken. Dann habe ich noch eine, mit der ich auch gern Magic Loop stricke. Das ist auch eine Nadel von Wollrödel gewesen. Die habe ich auch sehr gern. Es gibt dann so Lieblingsnadeln, ne, für Magic Loop bei Socken. Die ist auch gut. Das Seil ist etwas flexibler wie das Seil von der Chia Gu, das auch nicht schlecht ist, aber manchmal ist mir das ein bisschen zu steif. Und das ist so mittel. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Ich rausche wieder durch, aber das macht nichts. Es gibt so viel zu erzählen und zu zeigen und das möchte ich auch gerne tun. Daher heißt es bei mir, wie so oft, anschnallen bitte. Es geht los. Ich drücke auf die Geschwindigkeitstube. Ja, dann habe ich mich hinreißen lassen, was auszuprobieren, was Neues anzufangen. Da gibt es ein Videofilmchen auf Türkisch dazu. Jetzt fällt mir das auch runter. Ich bin hier nicht so gut aufgestellt an der Stelle, weil der Platz vor mir nicht so viel ist.
Ich habe ein Videotutorial gesehen auf Türkisch und da wurde eins zu eins eine Anleitung weitergegeben von Alice. Die nennt sich Angora Gold. Und da war ich neugierig. Wir sind ja sowieso oft neugierig, was gut ist, was uns wirklich oft voranbringt und auch aufbaut, wenn wir Durchhänge haben. Ne? Das ist dann, wenn man auf einmal neugierig wird. Das ist 80% Acryl und 20% Wolle. Steht Handwäsche drauf. Dieser türkische Kanal von Alice, der zeigt viele Anleitungen, aber es sind auch immer Anleitungen, die auf Englisch Untertitel drin haben und meistens gut nachvollziehbar. Und da hatten der Grund, warum ich mich dafür so interessiert habe, war einmal dieses Garn Angora Gold und der Preis. Ich hatte mir ja auch vorgenommen, euch öfters auch mal Sachen zu zeigen, die nicht nur im hochpreisigen Wollbestand angeordnet sind, wo man nur ganz viel Geld in die Hand nehmen muss, um die Wolle zu kaufen, sondern auch Wolle, die günstig ist und trotzdem schön. Und dieses Projekt ist ein Polunder. Ich kann ihn euch jetzt nicht zeigen, weil es ist nur in dem Film drin. Dieser Polunder ist, wie er im Moment, wie sie im Moment modern sind. Also so ein bisschen kastig, die Schultern zwar schon schräg, leicht angeschrägt, und dann trägt man den über weiße Blusen oder andere Blusen, also so über die Blusen, und das ist so mega. In verschiedenen Modekatalogen habe ich das gesehen. Und ich finde es auch sehr praktisch, weil bei mir ist es wirklich oft so, ein ganzer Pullover mit langen Ärmeln kann ich gar nicht immer tragen. Aber über was Leichteres, ein Polunder drüber, der schick aussieht und nicht antiquiert, das finde ich in Ordnung. Und so ein Teil ist das. Und noch dazu wurde da ein Muster gezeigt, was mich schon länger angemacht hat. Aber ich habe immer im Pinterest diese Charts gesucht und dann auch schlussendlich gefunden. Und dort hat man es aber eins zu eins im Video gezeigt bekommen. Dieses Muster strickt sich so. Das ist ein sogenanntes Waffelmuster. Und da gibt es ja, ist klar, ein Korbmuster, gibt es schon öfter. Aber da sind halt auch Löcher drin. Ne? Immer an. Kann man das gut sehen? Ja. Dann hat mich auch die Farbe gereizt. Ich habe das bestellt im Internet, das Garn, und es wird zweifach zusammengenommen. Habe ich mir gleich schon einen Boppel gewickelt, zwei Fäden zusammen. Das finde ich besser. Ich habe es probiert, von zwei Knäueln ablaufen zu lassen, das war aber nichts. Und das ist der Hauptbestandteil von dem Polunder, dieses Muster. Und dann kommen noch Partien unten. In zwei links, zwei rechts und hier an der Seite, wo es dann so zusammengefasst wird und oben mit abgeschrägten Schultern ganz schlicht. Also das Einzige, was wirklich wirkt, ist dieses Muster, was mich schon seit längerem fasziniert hat und das wollte ich probieren. Ich muss zugeben, es hat, von hinten sieht es so aus. Ich muss zugeben, es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Weiß nicht warum. Und aber es ist schön für diese Wolle. Ich habe sogar, weil ich, als ich die Wolle so angegriffen habe, gedacht habe, naja, die ist das so semi-kuschelig, ne? Also direkt am Hals könnte ich die nicht haben, habe ich gedacht. Dann habe ich sie aber gewaschen. Oh, wo ist mein Musterläppchen? Hey, ich hab's doch extra. Ich find's nicht. Ich weiß nicht warum, Schatz, extra in die Tasche rein. Es ist nicht mehr da. Weiß nicht warum. Das wollte ich euch ganz stolz mein Musterläppchen zeigen. Egal, ihr müsst mir das jetzt glauben, dass ich ein Musterläppchen gemacht habe, schon weil ich anfangs Schwierigkeiten hatte, in das Muster reinzukommen und das nicht über die ganze Länge stricken wollte und immer wieder Probleme damit haben, habe ich es halt in so einer Größe gestrickt. So, ja, so ungefähr das da, ne? Und habe es gewaschen mit Euzalan oder wie heißt das? Wo man nichts ausspülen muss. Und schön ausgedrückt und schön trocknen lassen. Und was soll ich sagen, das ist um 100% flauschiger geworden.
Aber es ist natürlich keine edle Wolle. Aber für das, wo es auch gedacht ist, als Polunder, den man schnell überwirft, darf es ruhig auch ein bisschen robuster sein und man hat ja was unten drunter. Eine preisgünstige und doch hübsche Version, und wer sich dafür interessiert, für die Anleitung und auch vielleicht sogar Alice Angora Gold, was nicht überhaupt kein Angora ist, überhaupt nicht, aber macht nichts. Das Fake ist überall, ne? Ich lasse mir keine Ruhe, dass ich das Läppchen nicht finde. Naja, in dem Chaos hier findet man eh bald nichts mehr. Dann könnt ihr das eins zu eins nach dem Tutorial nachstricken. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Übrigens, da fällt mir gerade ein, Lama. Das habe ich euch in der letzten Folge zwar gezeigt, das Seitenschläferkissen Alpaka. Ich habe immer Lama gesagt, soll natürlich ein Alpaka sein. Und das gibt es überall. Es gibt es über das große A. Es gibt auch eine extra Webseite, die das vertreiben. Wenn ihr in Google oder in eurer Suchmaschine eingebt, Seitenschläferkissen Alpaka, dann poppen zig Varianten von Bestelladressen auf, mit Preisen, unterschiedlichen Ausführungen, unterschiedliche Größen und so weiter und so weiter. Ja, und ähnlich ist es, wenn ihr Alice Angora Gold eingebt, dann kommen auch Vorschläge. Ich will das jetzt nicht empfehlen, wo ich das her hatte. Davon wollte ich auch sowieso so peu à peu ein bisschen Abstand nehmen. Ach, übrigens ist eine Dauerwerbesendung, die ich hier produziere, ungewollt, indirekt. Ja. Ihr könntet euch versucht fühlen, das ein oder andere genauso zu bestellen und zu kaufen, und dann sagt ihr hinterher: Mein Gott, die hat das empfohlen, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Bitte, ich übernehme keine Gewährleistung und keine Garantie. Wie zum Beispiel hier bei sowas, ne? Bei dieser Alice Angora Gold. Da denkt ihr, da heißt Alice Angora. Ich habe ja auch gedacht, es wäre Angora dabei. Aber eigentlich logisch, dass gar kein Angora dabei sein kann bei dem Preis, ne? Muss man dann auch mal so sehen. Jo. Naja, das Läppchen, das Schmusige, das zeige ich euch in der nächsten Folge, wenn ich es dann wiederfinden sollte. Dann zeige ich euch, was in Arbeit ist. Außerdem da, wo mich die wieder die reine Neugierde geflasht hat. Gell? Das kennt ihr ja, die meisten von euch auch. Ich bewundere immer diejenigen, die so diszipliniert sind und sich nicht dazu hinreißen lassen, gleich zu sagen: Oh, das muss ich auch machen, das muss ich auch machen. Ich gehöre nicht dazu, wisst ihr ja. Aber dann kann ich euch auch immer ganz viel zeigen. Ja, ein Projekt, wo ich das letzte Mal wirklich gejammert habe, ich komme nicht richtig rein in diese Wechselrunde. Danach habe ich euch auch auf Instagram gezeigt, ist der Knoten geplatzt, habe ich ein ganzes Stück weiter gestrickt und bin fast fertig. Jetzt kann man nämlich auch erkennen, wie das werden soll. Eine Zeit lang, also das kann man dann auch noch anders drehen. Ich will es jetzt nicht machen, damit die Nadel nicht rausgeht, denn noch bin ich nicht fertig. Und es wird sehr dunkel. Es kommt auch das reine Schwarz. Heute scheint ein bisschen die Sonne. Heute kann ich weiter stricken. Ich kann das reine Schwarz tatsächlich nicht im Lampenlicht stricken. Da machen meine alten armen Augen nicht mehr mit. Und die Runden werden immer kleiner. Jetzt muss ich schon zu Magic Loop übergehen. Am Anfang war es ein bisschen geruckel. Ich erkläre euch das alles nochmal, wenn es fertig ist. Ihr seht, es müsste dann auch gewaschen und entspannt werden. Und ich hatte zwischendrin richtig Schiss und habe gedacht, hoffentlich gibt es überhaupt irgendwas, was man auch anziehen kann als Kaul. Von der Marina Behm, der Quadrakaul, und gestrickt mit Schoppel Zauberperlen. Ja, habe schon mehrfach berichtet. Wenn es fertig ist, mache ich nochmal ein Foto und stelle es in Instagram ein. Mit Ravelry, das nehme ich mir immer vor und schaff's nicht. Der Grund ist dann der, ich habe da so einen Berg vor mir, wo ich sage, das müsste ich alles jetzt in Ravelry nachtragen, weil ich es halt versäumt habe, kontinuierlich zu machen. Habe ich jetzt diesen Riesen, und das bremst mich aus. Kennt ihr das? Da mache ich gerade gar nichts. Genauso, ich habe so ein paar Baustellen mit Aufräumen und Umorganisieren. Auch aus einem bestimmten Grund werde ich euch auch noch erklären.
Aber das ist ein bisschen zu viel manchmal. Da drehe ich dann doch lieber erstmal ein Filmchen mit euch, bevor ich anfange aufzuräumen. Ne? Also umzuräumen, so muss man sagen. Denn es gibt ein zweites Hobby, über das ich euch jetzt auch nochmal am Ende kurz berichte, sodass diejenigen, für die das nicht interessant ist, abschalten können. Das braucht auch Raum und Platz. Und ich muss sagen, ich habe auch viel zu viel Handarbeitshefte und Bücher hier auf meinem Regal stehen. Das ist auch alles schon so schwer geworden. Ich werde einen Teil wahrscheinlich an Medimops zurückverkaufen oder euch auch mal gelegentlich ein oder andere zeigen, wer es gerne haben möchte. Aber heute nicht. Und ja, ihr wisst, wenn man aufräumt, macht man gern so ein Fass auf, wo man dann auf einmal erstmal das totale Durcheinander hat. Und davor habe ich so ein bisschen Angst und da schiebe ich halt, ne? Auf Schieberitis. Lieber setz mich hin und stricke ein bisschen. Oder ich mache das zweite Hobby. Ja. Jetzt bleiben aber erstmal bei den Stricksachen. Mir ging es eine Zeit lang nicht so gut die letzten Tage. Ich habe nämlich eine Gürtelrose-Schutzimpfung bekommen, auf Empfehlung unserer Ärztin. Da hier im Umfeld doch schon einige Leute in über 60 an Gürtelrose erkrankt waren und das ist schon sehr, 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 sehr unangenehm. Wir hatten es auch in der Familie jemanden. Also die Person ist immer noch angeschlagen nach 3 Monaten und hat große Beschwerden und das Krankheitsverlauf an sich war auch sehr, sehr heftig und davor hatte ich auch ein bisschen Angst. Mein Immunsystem ist sowieso nicht das Beste und habe ich mich halt impfen lassen und mir ging es 2 Tage richtig blöd. Also einen Tag hatte ich sogar Fieber, bisschen und war so schlapp. Aber jetzt ist alles wieder gut. Also es waren wirklich nur 2 Tage. Nicht, dass ihr deswegen Angst habt. Und es gibt auch viele, die. Mein Mann ist auch, der hat vielleicht einen halben Tag, hat er sich ein bisschen mies gefühlt, aber dann ging es wieder vorbei. Und der ist ja wesentlich älter als ich. Also es ist ganz unterschiedlich. Und die 2 Tage, na gut. War halt so. Es war sowieso so ein Shitwetter und es hat nur gestürmt und geregnet, dass ich gedacht habe, macht nichts, strickst ein bisschen. Und warum ich das Ganze erzähle, ist, ich habe weiter gestrickt an meinem Teil hier, an dem Half-and-Half-Tuch, was ich euch jetzt, das kriegt er noch so lange gezeigt, bis es fertig ist. Ich wollte es eigentlich erst gar nicht zeigen, aber warum ich es euch erzähle, ist, ich habe schon öfters von anderen auch gehört, heute ist die Beleuchtung so blöd, dass man das gar nicht sagen kann. Doch so ein bisschen kann man es ahnen, dass man je nach Verfassung unterschiedlich strickt. Könnt ihr das sehen? Hier habe ich gestrickt, als ich krank war. Kann man genau sehen. Und da habe ich auch so viel Fehler reingebolzt, die ich gestern habe ich bald eine Stunde da gesessen und die Fehler, also die Maschen, die ich hat fallen lassen. Und wenn man kraus rechts strickt und dann runtergefallene Maschen wieder hochholen muss. Das ist ja blöd. Habe ich ewig rumgemacht. Also das kann man leider. Ich müsste euch mal ein bisschen drehen. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Nicht wirklich, gell? Nicht wirklich. Macht aber nichts. Ich muss jetzt da durch und ihr auch. Also ich wollte euch das nochmal sagen, wie das tatsächlich, weil schon manche das behauptet haben, sichtbar ist. Ich habe da einfach so unregelmäßig gestrickt und so lotterig, dass ich schon fast versucht war, wieder ein Stück zurückzuribbeln. Aber ich denke, wenn es gewaschen ist, ist es gar nicht. Und es hat ja eh so ein bisschen einen rustikalen Touch. Na gut. Ja, das Tuch lebt ohnehin nicht davon, dass es so präzise ist und so ganz akkurat. Das hat ja auch beim Grünen, kann man das ja sehen. Das war ja auch von mir so gewollt. Auch bei der Originalwolle ist das so. Und ich hatte ja auch ein Läppchen gewaschen und ein bisschen im Trockner so ganz kurz mitlaufen lassen bei kalt. Und da hat sich das wunderbar gemacht. Und es soll ja auch sehr, so griffig sein. Ne? Das ist schon ein ganz spezielles Tuch, was das wird. Ja. Gut, mein übliches kommt heute auch mal vor, wieder aufs Bett fliegen lassen. So, jetzt muss ich mir mal schnell die Nase putzen, da schalte ich euch kurz ab. So, bei der Gelegenheit habe ich auch gleich nochmal an der Beleuchtung gearbeitet. Ja, warum nicht gleich so, gell?
Das hätte ich ein bisschen eher machen können. Es ist ja viel besser. Macht nichts. Ihr kennt das ja, ne? Wo mache ich weiter? Ich habe noch ein paar Sachen angefangen, das kommt aber in anderen Zusammenhang. Bei meinem Aufräumen habe ich schon was Halbfertiges gefunden hier. Eine Ente von Dot Pebbles. Da fehlen noch die Flügel und die Füßchen. Erst habe ich gedacht, ach, naja, die mache ich nicht fertig. Aber wir nähern uns ja Ostern. Ich mache die fertig. Es ist ein interessanter Aufbau, wie die das strickt. Die. Oh, ich komme jetzt gar nicht auf ihren Namen. Macht nichts. Aber eben ist es doch knuffig. Je länger ich mir es betrachte, wenn die jetzt noch Flügel hat und Beinchen, kann man es ins Osternest setzen. Ne? Ja. Das habe ich gefunden. Ach, ich habe so viel gefunden, wo ich Pläne mache, weil ich die Wolle so toll finde. Und das geht jetzt schon zum Thema Neuzugänge über. Ich habe hier noch das Drops Puna Garn. Da gefällt mir die Farbe so gut. Und das ist so weich, so toll. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich davon. Da hatte ich mal ein Colding angefangen. Aber für ein Colding eignet sich das nicht. Habe es aber mal noch gelassen als Maschenprobe quasi. Und die ist so toll, die Wolle. Die finde ich so toll. Und ich denke, als die ganze Zeit, da muss ich was unbedingt schnell was damit stricken. Und ich dachte erst, ich mache den Weekender damit. Aber bei dem Weekender gefällt mir das hier oben überhaupt nicht. Ich finde das furchtbar. Ich sehe es immer wieder bei anderen und denke, ja, okay. Aber da muss man eine Bluse drunter ziehen. Ah, ich habe mir doch Blusen bestellt. Vielleicht stricke ich doch den Weekender. Ich kann das nicht leiden, wenn der Ausschnitt hier so U-Boot-mäßig offen ist. Hier die Ärmel dann anfangen. Hinten im Nacken fast frei ist. Vorne, das denn hier so rüber geht, mich hier an der Schilddrüse drückt. Und dann die Träger immer rausgucken vom Hemd, vom Top, von was auch immer. Und wenn das dann so ein bisschen aussieht, manchmal sieht das ja nicht ganz so schön aus da oben. Dann denke ich, das sieht der ganze Pullover blöd aus, wenn er noch so schön gestrickt ist. Aber ich habe in dem kleinen Versandhausheftchen, was ich jetzt gerade vor kurzem in den Finger hatte, gesehen, dass da so Bluseneinsätze sind. Nur der Kragen und so ein Lätzchen hinten und vorne. Ich stricke doch den Weekender davon, oder? Ich habe so viel Gedanken mit dem Garn, dass ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich habe natürlich eine Pullovermenge und habe von Drops aus nur reiner Neugierde und auch weil jetzt eine Anleitung von Dot Pebbles kursierte, der kleine Frosch, und der war mit diesem Garn hier gestrickt, mit Drops Tweed. Soft Tweed. Und das ist wirklich gut, das Garn. Da habe ich mir diese drei wunderschönen Probebällchen kommen lassen. Und dann habe ich das so neben meinen Tropfgarn gehalten und habe ich gesagt, okay, das kann natürlich auch ein wunderschöner Colorwork-Pulli werden. Also müsste ich den Weekender doch aus einer anderen Tropfwolle stricken. Oder ich bestelle mir diese Puna, die ist wirklich sehr weich, einfach nochmal in einer anderen Farbe. Ich habe so viel Wolle. Ich habe so viel Wolle und trotzdem habe ich nicht die Wolle, die ich gern für das Projekt hab, hätte, dass ich stricken will. Kennt ihr das? Dann tauchst du in dein Stech und denkst, ah, ja, von der könnte ich das machen, von der könnte ich das machen. Ach, übrigens hat Martina Behm jetzt ein Video hochgeladen, wo sie uns sehr interessiert und interessant über den Umgang mit unserem Wollstash ein paar Tipps gibt oder wenn man eine Anleitung beginnen möchte. Das war interessant. Einiges davon habe ich schon gewusst, aber dann mache ich es doch wieder anders. Wie macht ihr das? Also ich suche meistens, wenn ich eine Anleitung anfange und habe die Wolle da und gucke dann noch mal in meinem dann fallen mir 100.000 Sachen ein, was ich mit der Wolle machen könnte. Und dann vergeht es wieder, weil dann sehe ich wieder Anleitungen und dann denke ich, oh, das könnte, die gefällt mir so gut, aber habe ich die Wolle dafür da?
dann geht es wieder von vorne los. Also das ist immer so ein Hin und Her, aber es gehört irgendwie dazu. Also am besten ist ja auch, wenn man ein bisschen Chaos manchmal verbreitet. Das hat nämlich zur Folge, dass man öfters auch Wollen mal nebeneinander zu liegen hat, die danach rufen, gemeinsam verarbeitet zu werden. Wie hier. Ne? Ja, und ich habe auch noch andere Garne von BC-Garne und so. Ach, was habe ich für tolle Garne. Freue ich mich auch immer irgendwie, ne? Diese Sicherheit zu haben. Das Garn geht mir nicht aus. Ob ich es alles in meinem Leben noch verstricken kann, weiß ich nicht. Aber auch das ist nicht wichtig. Es ist unser Hobby, wie so viele sagen. Trotzdem nehme ich mir immer wieder vor, nicht so viel Wolle zu bestellen. Und dann geht es doch so aus. Es passt nämlich jetzt genau zu meiner jetzigen Rede. Mir geistert schon seit langem ein Pulli durch den Sinn, den ich unbedingt stricken will. Mir selbst. Ich stricke sowieso nicht so viel Pullis für andere. Außer für mein Enkelkind. Also, ich habe einen Wunsch, mir einen Pulli zu stricken, wenn alles gut geht, bis zu meinem Geburtstag, vielleicht sogar schon früher fertig, aber erst habe ich noch so viel andere Sachen. Aber ich musste mir das Garn bestellen. Ich habe kein Woll dafür gefunden. Dieses wunderschöne Garn habe ich mir bestellt. Brauche ja nichts dazu zu sagen, ne? Es sind meine Farben. Ja, meine Farben, meine Farben. Und die Wolle ist von Malabrigo Sock, glaube ich. Weißt du, ist es von Malabrigo? Ja, Malabrigo Sock. Die Farbe. Werbung, Werbung, Werbung. Aber falls euch die auch so flasht wie mich. Die ist so weich. Oh, ein Träumchen, die Wolle. Und da habe ich 5 Stränge dafür von gekauft, nur zur Sicherheit. Vielleicht reichen ja 4, aber ich wollte sicher sein. Und jetzt mache ich es wirklich mega spannend. Was will die sich für einen Pulli davon stricken? Ich möchte gern den Gridlines von Susanne Sommer stricken. Nicht, weil es hier so ist, dass die Strick-YouTuber immer das Gleiche stricken und immer wieder dasselbe und alle miteinander und so weiter, sondern weil der mir so unglaublich gut gefällt, der Pulli. Und auch die Machart mal was Neues ist. Und ich glaube, der strickt sich gut. Und ich habe bei der Wollsuche in meinem Stash einfach nach einem Garn gesucht, was so leicht meliert ist. Also, ne, das nicht stark. So stark verfärbt ist an manchen Stellen oder gefärbt, sondern in sich, wie sagt man, semisolid, glaube ich. Aber das ist noch ein Touch mehr als semisolid. Keine Ahnung, wie man es offiziell bezeichnet. Jedenfalls war das auch im Angebot. Und da habe ich es kaufen müssen. Ich bin so happy damit. Ich streichel das bald jeden Tag und sage, 2 Projekte muss ich noch fertig machen. Das ist der Kaul, der Quadrakaul. Und was war's denn noch? Mein Half-in-Half-Tuch wollte ich fertig machen. Dann stricke ich den an. So, bis jetzt der Plan. Wem sage ich das, ne? Ihr kennt das Gott sei Dank alle. So, und jetzt muss ich schon beinahe die Kurve kriegen zu dem, was ich euch noch alles erzählen will. Jetzt mache ich schnell mal hier mit fertig. Mit den Neuzugängen, mit dem Malabrigo-Garn. Das durfte natürlich nicht alleine reisen. Da gab es noch Garne. Das gab es aber nicht im Angebot. Ich glaube, Schoppelgarne gibt es selten im Angebot. Aber die musste ich kaufen. Da hatte die von Stricknadelwald, die hatte diesen kleinen rote Fuchs oder kleine Fuchs. Ah, das hat mich so angemacht, das Garn. Und deshalb. Entschuldigung. Malerwinkel. Musste ich haben. Wundert euch das? Oh Gott, jetzt muss ich erstmal schnell husten. Sorry. Ich habe auch nichts zu trinken da. Ich will jetzt aber auch nichts zu trinken holen. Ich will weitermachen. Malerwinkel. Und da kann ich gleich weitermachen mit dem nächsten Thema. Ganz kurz nur, eigentlich gar nicht zu vertiefen. Wer es besser wissen will, der soll in Instagram gucken. Ich habe dieses Bild gemalt. Es
habe ich einen Farbkasten, den ich beim Aufräumen entdeckt habe. Und gesagt, mein Gott, du hast doch diese tollen Farben. So ganz wird das Bild hier dem nicht gerecht. Es ist etwas farbenprächtiger, als es hier rüberkommt. Und guck mir mal, Malerwinkel. Ist das ein Zufall? Nein, es ist kein Zufall. Und irgendwie das auch, ne? So kann man die Hobbys kombinieren. Ja, in meiner Fantasie habe ich mir sogar schon ausgemalt, wenn ich so ein Bild so aus dem Schisslameng mache, ne, sagen wir so hier bei uns Schisslameng, und ob ich dann nicht vielleicht ein kleines Mandala oder irgendein kleines Stückchen auch in den passenden Wollfarben dazu mache. So wie die Steffi von Nadelgeklapper und mehr immer ihre Gedächtnissocken strickt. Was ich auch ganz toll finde, habe ich auch schon tausendmal vorgehabt und noch nie gemacht. So könnte ich ja zu jedem das wirklich gelungenes Bild irgendwas Wolliges, Kleines dazu machen, was farblich passt. Das ist natürlich Spinnerei, ne? Also so ein bisschen Spinnerei ist es schon. Aber wenn wir nicht alle ein bisschen spinnen würden, dann wäre das Leben so trist und so furchtbar. Bei dem, was draußen alles so los ist, wenn man die Nachrichten hört, man wird ja ganz verrückt. Ja, also das Bild, wie gesagt, schade, dass man es nicht so richtig. Die Farben sind ein bisschen kräftiger als. Ich werde noch mal das Bild insgesamt hoffentlich vorteilhaft fotografieren und in Instagram einstellen. Es war wirklich ein Versuch, einfach nur mal die Stifte zu probieren. Und eigentlich, was mir selbst persönlich nicht so ganz gut gefällt, ist die Aufteilung der Blüten. Das ist eigentlich suboptimal. Das habe ich 500 Mal eigentlich gesagt. Entschuldigung. Die Komposition dürfte etwas anders sein. Ich habe auch im Internet einen Kurs gebucht gehabt bei Domestika. Nicht ahnend, dass das alles auf Spanisch ist und nur mit Untertiteln. So. Eigentlich brauche ich so einen Kurs gar nicht, aber es gibt so einen Kick. Ne? Es gibt so ähnlich wie beim Stricken hier, wenn man die Leute das alles stricken sieht und erklären was dazu, denkt man, aha, ja, wüsste ich auch. Und es gibt einem so einen Vorwärtsschub. Und ich glaube, das ist gelungen und ich bin so richtig glücklich gewesen damit. Das werde ich weiter betreiben und auch andere Bilder noch malen. Und ich habe noch einen zweiten Kanal, der so sich aufs Künstlerische bezieht, aufs Malen. Da habe ich noch kein Filmchen gemacht, habe nur jede Menge Abos und Maltutorials gespeichert. Und da habe ich mir schon überlegt, ob ich da, wenn ich das wieder so richtig im Griff habe, meine ganzen Malgeschichten, dass ich da vielleicht dann mal ein Filmchen mache oder eine Diashow über meine Werke, die ich schon gemalt habe, dass ich die da laufen lasse. Und wenn das alles soweit ist und tatsächlich funktioniert, weiß ja noch nicht genau, wann das ist und wann ich das schaffe und so weiter. Dann werde ich euch das hier im Handarbeitskanal sagen und dann können sich diejenigen, die sich dafür interessieren, auch das Filmchen dann dort anschauen auf diesem. Also ich sage euch dann ganz einfach den Link zu dem jeweiligen Filmchen. Ihr braucht da keinen extra Kanal, sondern ich verlinke den Film, den ich dann gemacht habe, das Videochen, was sich auf meine künstlerischen, malerischen Tätigkeiten bezieht. So. Jetzt habe ich noch 5 Minuten oder so und jetzt muss ich es ganz kurz machen oder mache ich einen Extrafilm. Ich versuche es, ich erkläre es kurz, wenn es nicht mehr drauf geht, mache ich dazu noch ein Extrafilmchen. Also, es gibt ein Wohltätigkeitsprojekt, was ins Starten kam hier für Darmstadt. Ich wohne ja im weitesten Sinne im Raum Darmstadt, im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und das heißt Viva Vitoria. Dazu gibt es ein Erklärvideo von einer Dame, die das alles organisiert. Und zwar hat sie dazu aufgerufen für ein Frauenhaus. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen. Ich verlinke euch das alles unten rein, dass wir Stricker und Häkler 50 cm im Quadrat häkeln oder stricken aus Restewolle oder vorhandener Wolle oder wie auch immer, die jeweils 4 Stücke werden zusammengefügt. Im September startet es dann und im nächsten Jahr, im März 2023, wird auf dem Friedensplatz in Darmstadt werden die ganzen Decken gezeigt und
gegen einen Betrag von 20 € veräußert. Vorher natürlich auch zusammengenäht. Da gibt es verschiedene Aktionen. Es ist natürlich einiges Organisatorisches dabei zu bedenken. Wer sich dafür interessiert und mitmachen will, der soll sich dann nochmal bei mir melden unten in den Kommentaren und einfach sagen, ich will bei der Frauenhilfsorganisation auch mitmachen. Und dann schicke ich euch vielleicht, mal sehen, wie wir dann vorgehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich versuche euch auf jeden Fall jede Menge Infos unten in die Infobox schon zu stellen, sodass mich das auch nicht überfordert, jedem Einzelnen dazu zu antworten. Ich muss dann noch herausfinden, was im Internet dazu steht und wo und wie und was. Ich jedenfalls habe schon angefangen, weil ich die Idee wunderbar finde. Das lief mit einem Riesenerfolg in Italien, in verschiedenen Städten und hat dort wirklich jede Menge Spendengelder für die Frauenhilfe, für Frauen, die in Not sind, die Gewalt ausgesetzt sind, die mit ihren Kindern nicht wissen, wohin. Und dazu gibt es ja in der Regel nicht so viel Geld von irgendwelchen anderen Organisationen und diese Sache soll dabei helfen. Ja, und man kann natürlich Restewolle nehmen, bestenfalls Wolle, die gut pflegeleicht ist, sprich Baumwolle oder Acryl oder mit Mischung. Man kann natürlich auch Sockengarn nehmen, denke ich. Wie immer, es bleibt der Fantasie nichts offen. Es gibt auch eine Instagram-Seite, die kann ich euch auch verlinken. Und da könnt ihr schon ein paar Sachen sehen. Ich habe angefangen zu stricken aus einem Acrylgarn aus meinem Stash. Dann kommt das nämlich auch mal weg. Habe mich dazu entschlossen, ein Perlmuster zu machen, drei Maschen jeweils zu versetzen und dieses wunderbare Flauschgarn mit einer Wahnsinnsfarbe. So sieht es aus. Das ist nicht verzwirnt, strickt sich sehr schön irgendwie, macht Spaß. Also da ist ja der Weg, das Ziel, ne? Und ich habe es gemessen, sind 50 cm, und das gibt ein Deckenquadrat für insgesamt vier. Ich denke, man kann auch, wenn man nur zwei Quadrate strickt, ist auch gut. Ich kenne eine Sammelstelle hier bei uns in der Nähe, zwei eigentlich. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie ich vorgehen soll, ob ihr das alle an die Sammelstelle schickt. Ich muss die erst mal fragen. Und es ist ja tatsächlich so, vielleicht richtet sich ja dieser Aufruf in erster Linie an Darmstadt, Stadt und Umgebung, wobei im Prinzip ja nichts dagegen spricht, wer große Lust hat mitzumachen, dass sie es auch in Hamburg strickt und Darmstadt spendet für das Darmstädter Frauenhaus. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Und dann habe ich natürlich noch was gehäkelt. Wo habe ich das? Da hinten. Da habe ich gleichzeitig mal ein Muster ausprobiert, was ich schon lange probieren wollte und wo ich immer so Unsicherheiten hatte, habe ich gedacht, och, machst du gleich einen Musterlappen. Das ist auch ein Acryl-Wollgemisch, pflegeleicht, ein Rest war das. Hier seht ihr die Kante, das ist ein Reißer, die sieht ein bisschen weiter aus. Ich werde das Quadrat so weit stricken, dass ich mit einer orangefarbenen Umrandung rundherum auf die 50 cm komme. Und das ist dieses Kästchenmuster da. Das wollte ich mal wieder verinnerlichen und hat auch Spaß gemacht, auch Riesenspaß. So, wie ich das jetzt alles kanalisiere, euch tatsächlich konkret zu sagen, wenn ihr mitmachen wollt, wie wir es machen, das habe ich mich leider noch nicht so richtig vorbereitet. Alle Infos zu der Aktion stelle ich unten ein und könnt ihr euch ja größtenteils selbst erkundigen. Und wenn es hier Leute in unserer unmittelbaren Umgebung sind oder wie auch immer, die Sammelstelle dann suchen, falls ihr mitmacht, dann gebe ich euch gern Info dazu. Ich muss natürlich erstmal schauen, wie ich das publik machen kann und darf und werde. Aber wenn ihr mitmacht, ihr müsst es ja auch erstmal machen. Ich will auch nicht meine Adresse jedem hier hinaus posaunen. Das ist auch nicht so toll. Und sonst hätte ich gesagt, schickt es alle an mich. Und ich gebe es weiter. Da bin ich auch nicht so der Fan davon. Das bin ich mir noch nicht im Klaren, wie wir es handhaben können. Also am besten, ich frage die Organisatorin, ob sie eine Adresse hat, wo ihr das hinschicken könnt. Ich glaube, das ist am besten. Okay,
Jetzt blinkt es hier schon. Kann sein, dass schon der letzte Schluss nicht mehr draufgekommen ist. Ich hoffe, ich kann euch noch Tschüss sagen. Freue mich, dass es wieder geklappt hat mit der Aufnahme. Strickt schön fleißig, häkelt, macht alles, was euch Spaß macht. Und das Frühling kommt bald.